Herzlich willkommen, liebe BMW-Fans, hier am Gamesec 101 nahe Stuttgart. BMW Motorrad hat hier natürlich ein Heimspiel. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen. Man schätzt so 70-80% BMW-Anteil. Das zahlt sich aber absolut aus. Nicht nur dieses Unikat hier, sondern viele andere Unikate auf dem BMW Motorradstand und überhaupt am ganzen Festgelände sind einfach phänomenal zum Anschauen. Begleitet uns auf unseren Impressionen. Ja, über die Qualität von BMW-Motorrädern gibt es in der Regel nichts zu meckern. Ich schätze, dass 99,9% aller Exponate hier fahrbereit sind. Als besonderen Beweis der BMW-Qualitäten wird aber die Amy bei einem Rennen antreten, bei den Café Racern. Amy, was erwartest du von dem Rennen? Ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend, weil die Konkurrenz ist hart. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Motorrad, mit dem ich auf jeden Fall hoffe, dass ich da was reißen werde. Und wird es auch der erste Platz werden? Man weiß es nicht, aber Hauptsache es passiert nichts und alle haben Spaß. Aber du bist trotzdem sehr motiviert, merke ich. Ich bin motiviert, ich bin ehrgeizig, ich bin heiß. Ich will jetzt da losfahren und gewinnen. Was ist das für ein Motorrad, auf dem du fährst? Das war mal eine R60, jetzt ist es eine umgebaute R90 RS. Wunderschönes Motorrad und geht auch ganz gut. Cool. Also die Amy wohl eine der schnellsten BMW-Mitarbeiterinnen. Das kann man so sagen. Danke, Amy. Sehr gerne. Neben mir Sabine Holbruck, eine berühmte Rennfahrerin, auch am Gamesec 101. Wie gefällt's dir hier? Ja, ich war lieber selber gefahren. Da steht mein Motorrad einsam und verlassen und ja. Und wieso fährst du nicht? Ja, schau's dir an. Mit der Hand kann man nicht fahren. Wie lange dauert das noch? Ja, 3 bis 6 Monate. Okay, aber du hast trotzdem da die Stimmung inhalieren können? Jawohl, mein Herz blutet. Und hast du auch ein bisschen andere Motorräder bewundert, außer dein eigenes? Ja, es gibt schöne Motorräder, aber am liebsten wäre ich natürlich meins gefahren. Aber nächstes Jahr wirst du antreten, nehme ich an, oder? Sicher. Na cool, dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Jawohl. Danke für das Interview. Ja, ich danke dir. Ciao. Amy, entschuldige bitte diesen Ausdruck und entschuldigt ihr auch, aber du bist eine coole Sau. Du hast jetzt bei dem Beschleunigungsrennen Viertelmeile am Gamesec 101 den 4. Platz gemacht von 32 Startern, hauptsächlich Testosteron gefüllte Typen und trotzdem 4. Platz. Kann man stolz sein, oder? Ja, bin ich stolz drauf. Hat auch mega Spaß gemacht, den einen oder anderen Herren abzuziehen. Und wieso hat es jetzt nicht für den 1. Platz gereicht? Ja du, wir müssen uns ja langsam rantasten. Ich kann denen ja nicht allen schon zeigen, was ich schon kann. Stimmt, weil dann im nächsten Jahr irgendwie wieder den 1. machen ist schwierig. Jetzt nächstes Jahr machst du dann 3., 2. oder 1., gell? Ganz genau. Nächstes Jahr, die Mission 2016 ist Treppchen. Das heißt, Gamesec 101 auch 2016 wieder. Wir sind auch wieder mit dabei, die Amy auch. Könnt ihr euch schon freuen. Bis zum nächsten Jahr. Danke Amy für das Interview. Danke euch.
auch solche Umbauten findet man hier. Der liebe Herr neben mir hat das, ich möchte nicht sagen verbrochen, einfach fabriziert. Es schaut eh cool aus, es ist irrsinnig edel. Hat das eine Zulassung? Aber selbstverständlich. Und du fährst damit auch spazieren. Wen nimmst du da mit? Meine Kinder. Sie hinten. Okay, und wie lange? Deswegen habe ich es gebaut, dass meine Kinder wieder mitfahren. Ja, weil alte Seitenwagen war zu klein, also brauchte man was Größeres. Und da war gerade ein Boot da. Und wie lange hast du gebraucht für den Umbau? 2 Wochenende. Nicht länger? Nö. Okay, das sollte man nicht sagen. Das sollte man sagen, das ist ein ewig langer Umbau. Nein, aber es schaut jedenfalls irrsinnig cool aus, zeigt, was hier herumsteht an echt genialen Ideen. Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß am Glemseck 101. Du bist jetzt, nehme ich an, schon seit Freitag hier. Heute ist ja schon der Sonntag. Und wirst auch nächstes Jahr sicher wiederkommen. Aber selbstverständlich bin ich nächstes Jahr wieder da. Lohnt sich für jeden, hier vorbeizukommen. Ja, und nächstes Jahr wieder ein anderer Umbau? Ah, weiß ich noch nicht. Aber mir fällt noch was ein. Du lässt noch nichts raus, aber es kommt was. Okay. Also wie gesagt, viel Spaß noch und danke fürs Interview. Danke, euch auch noch viel Spaß. Und ich bleib jetzt einfach sitzen, ist total gemütlich. Wie gefällt es dir am Glemseck 101? Super gut, das ist hier super Stimmung. Alle Leute sind super nett. Das ist schon seit Jahren so, habe ich gehört. Bist du zum ersten Mal da? Das ist das erste Mal bei mir, ja. Und es taugt dir trotzdem so sehr. Voll. Nächstes Jahr hoffe ich, bin ich auch wieder mit am Start. Das wollte ich gerade fragen, ob du nächstes Jahr wiederkommst. Ich hoffe. Das heißt, wir sehen uns auf alle Fälle nächstes Jahr. Was hat dir denn jetzt bis jetzt am besten gefallen? Die ganze Stimmung, die Motorräder, alles. Alles. Also auch für Mädchen cool, Motorräder. Definitiv. Alles ist super, ja. Ja, dann freuen wir uns auf nächstes Jahr. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Haben wir 3 hübsche Damen. Nur die Josefa hat es geheißen, wird mir ein Interview geben. Josefa, wie gefällt es dir am Glemseck 101? Sehr gut gefällt es mir hier. Wieso hast du eine Brille auf? Weil ich der größte Fan von Michel Bär bin, der jetzt auch gleich startet. Okay. Und dem sein Markenzeichen ist die rote Brille. Und warum fährst du selber nicht? Weil das Mama und Papa zu gefährlich ist. Aber dir wäre es eh nichts gefährlich, oder? Ich bin eine Rennsau. So schaust du auch aus. Also das ist jetzt unhöflich, dass ich Sau sage, aber das hast du ja selber gesagt. Josef, ein schöner Name. Ich wünsche dir noch viel Spaß am 101. Bist du nächstes Jahr wieder dabei? Freilich. Und ihr auch? Ja, sowieso, klar. Das freut uns. Also bis nächstes Jahr. Tschüss. Sie haben euch auch viel Spaß. Ja. Servus, wie gefällt es dir am Glemseck 101? Sehr schön, ich bin das erste Mal hier und bin überrascht, wie viele super schöne Motorräder hier sind. Und wir haben Glück mit dem Wetter, ziemlich viele schöne Motorräder. Leute sind haufenweise da, gute Gespräche über Motorräder. Gute Stimmung, freundliche Leute. Super. Auch als Rossi-Fan findet man hier Motorräder, die man mag? Auf alle Fälle. heute früh war es ein bisschen kälter, deswegen noch die Mütze. Aber gern hier und nächstes Jahr gern auch wieder. Ja, dann zum ersten Mal da. Aber dann sehen wir uns nächstes Jahr. Auf alle Fälle. Danke. Bitte. Wir stehen hier vor deinem Schmuckstück. Was ist das? Das ist eine R50-2, beziehungsweise eigentlich war es mal eine R60-5, also ist letztendlich ein Zwitter. Ich habe aus 2 verschiedenen Epochen ein Bike gebaut. Der Rahmen ist in den 50er Jahren gebaut worden. Dieser Rahmen ist jetzt Baujahr 67, der Motor ist Baujahr 69. Motor war halt in ganz anderen, der war in Federbettrahmen drin. Das ist halt letztendlich ein Rahmen mit Geradewegfederung und ja, hab 400 Stunden dran rumgeschraubt, bis er so stand, wie sie jetzt hier steht. Und hab die letztendlich als Daily Driver gebaut, hab noch eine andere, eine -7. Ja, und bin da ganz gut mit zufrieden. Ja, aber das heißt, du hast mich vorher angelogen, weil du hast gesagt, das ist alles original.
Ja, du wolltest es ja auch glauben. Ich habe es auch wirklich geglaubt. Nein, schaut super aus. Neben mir noch so ein BMW-Verrückter. Wo ist deine? Da vorne steht sie. Und was ist da eh auch alles original oder ist ein bisschen was gemacht? Ein kleines bisschen ist was gemacht, ja. Wenn du das Original daneben stellen würdest, würdest du es wahrscheinlich gar nicht wiedererkennen. Also es war im Original eine R100 RT. Das sind die Dinger, die man so kennt mit einer riesen Verkleidung vorne dran. Und der Plan war erstmal alles abtreten und dann gucken, was passiert. Und dann mein Ziel war, einen Renner aufzubauen, der so ein bisschen aussieht wie ein Renner aus den 50er, 60er Jahren. Und der Tank selber ist auch ein Nachbau von der RS54. Das war von BMW eine Kleinserie, ein Werksrenner aus den Anfang der 50er Jahre. Und fand ich immer schon total geil, das Moped. Und der Stil ist etwas angelehnt an dieses Motorrad, was ich legendär finde. Und wie du sagst, es ist ein Renner. Das heißt, du wirst auch Rennen damit fahren, oder? Ja, ich werde diesmal damit Rennen fahren. Ich bin auch schon mehrere Rennen damit gefahren. Wenn ich sage Rennen, hört sich das mal ganz großartig an. Also wir können in der Regel nur geradeaus kurven. Wissen wir noch nicht so ganz genau, wie das funktioniert. Wenn wir sagen, wir fahren Rennen, ist das ein Achtelmeile-Sprint. Ich war jetzt vor 2 Jahren das erste Mal hier mit bei und letzte Mal auch. Bin in der Coffee Racer-Klasse mitgefahren, Achtelmeile. Das zweite Mal lief es deutlich besser als beim ersten Mal. Mal gucken, was dieses Jahr bei rauskommt. Und bei den BMW Days in Garmisch bin ich auch mitgefahren. Auch für mich, für meine Verhältnisse relativ erfolgreich. Das heißt, jetzt bist du ja eigentlich schon ein alter Fuchs und kennst dich schon aus, wie es geht. Ich wünsche dir alles Gute bei den Rennen. Und ich merke schon, die Burschen haben eine super Stimmung hier am Gamesack 101. Noch eine Lady, die ganz offensichtlich auf Achse angereist ist. Wie gefällt es dir am Gamesack 101? Du zeigst schon auf dein Motorrad. Ja, das ist die schöne blau-weiße hier. G6 R57 Suzuki, sehr tüchtig. Genau. Gamesack 101, aber eher so Umbauten. Gefällt dir trotzdem? Einwandfrei. Also ich bin jetzt Freitag da gewesen, von 5 bis um abends um. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Dann bin ich gestern da gewesen, von 9 bis um 7. Und heute Morgen seit um 9 Uhr auch wieder da. Und heute wirst du auch bis zum bitteren Ende bleiben? Nonstop. Und trotzdem immer noch wieder was zum Schauen, oder? Immer wieder neue? Immer wieder was Neues, immer mehr Leute, klasse. Die Vielfalt, also unbeschreiblich. Ich merke, es gefällt dir. Wirst du nächstes Jahr wiederkommen? Ich komme, ja. Ich komme schon seit Jahren her und ich werde auch die nächsten Jahre wiederkommen. Na, dann freut es mich, dann werden wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Danke für das Interview. Klasse. Ciao. Ciao. Hier am Gamesack 101, also auch Schweizer, gefällt es dir hier? Wunderbar, schöne Handlaus. Du stehst hier sehr cool gekleidet, ist auch ein Motorrad von dir da? Ja, der Ferdinand dort drüben. Erzähl mal ein bisschen was über den Ferdinand. Das ist ein Vintage Dragster auf Basis von einem Moto Guzzi Norsch Motor, 1200 Kubik. Den Rahmen haben wir selbst gebaut und ist frisiert mit Lachgas. Hat dann wie viel Leistung in etwa? Wissen wir nicht genau. Zwischen 165 und 180 PS am Hinterrad gemessen. Okay, das heißt, du wirst ein Rennen starten? Ich persönlich bin nicht am Start. Ich habe nur das Fahrzeug geplant und gebaut. Und fahren wird ein junger Rennmotocross-Fahrer aus der Schweiz. Alles klar. Und was erwartet ihr von ihm? Grandiose Starts, wie er das macht in der Schweizer Motocross-Liga. Okay. Und der hat hunderte Starts hinter sich. Und es könnte eher ein technisches Problem auftreten, als dass unser Fahrer verkackt. Du bist angenehm tief stapelnd, das gefällt mir. Aber die Großen, das stimmt, die müssen gut starten. Also der kommt hoffentlich unter die, keine Ahnung, ersten 10 oder so, wäre schon ein Hit. Ja, es sind nur 8 in unserer Klasse. Na, dann wird es unter den besten 8, ist auf alle Fälle. Da könnt ihr euch dann schon den Pokal sozusagen holen. Und ja, wünsche dir noch viel Spaß am Gamesack 101. Danke vielmals. Danke fürs Interview. Danke. Schönes Wochenende. Danke.